Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, denn heute geht es mal wieder um ein Gift Cast to Friends. Aber das Besondere, Leute, heute zeige ich die PS5-Version, da auf PS5 verglitschen etwas schwieriger ist als auf der PS4. Hashtag keine doppelte Playstation-Taste und so weiter und so fort. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Aber Leute, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Also Leute, für diesen Glitch braucht ihr eine Arena mit einer Werkstattebene natürlich. Und in dieser Werkstattebene muss mindestens ein Fahrzeug drinnen stehen. Und Leute, es ist völlig egal, welches Fahrzeug da drinnen steht, denn das Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und in diesem Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr einen kostenlosen LG oder irgendein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt, denn dieses Fahrzeug verliert ihr, Leute. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt, und optimalerweise hat euer Freund auch das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet, natürlich. Und für diesen Glitch braucht ihr auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, Leute, nehmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Aber Leute, falls ihr irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Glitches habt, sei es dieser Gift Cast to Friends oder irgendeinen anderen Glitch, dann kommt doch mal auf meinen Discord-Server, denn dort helfen wir euch gerne weiter, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Aber Leute, lasst uns doch mal direkt mit dem Glitch anfangen. Gut, als erstes seid ihr mit eurem Freund in einer Einladungssitzung, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, Leute, und ihr seid jetzt bei eurer Arena. Denn, Leute, als erstes holt ihr jetzt ein Fahrzeug aus eurer Werkstattebene raus. Während ihr das macht, Leute, muss jetzt euer Freund sich jetzt ein Fahrzeug besorgen, womit er gut rammen kann. Es kann auch das Fahrzeug sein, was er euch später geben möchte, kann aber auch irgendein Straßenfahrzeug sein, zum Beispiel wie ein LKW oder ein großer SUV halt, ne? Wenn euer Freund so ein Fahrzeug hat, geht er jetzt aufs Handy, geht auf schneller Job, scrollt runter zu Aktivitäten und geht zum Beispiel auf Golf, Darts oder sonst irgendwas, und ganz wichtig, Leute, auf alleine beitreten. Denn er muss in einer Aktivität jetzt sein. Und euer Freund muss jetzt warten, bis da unten steht 1 von 4, 1 von 2 auf Spielersuche. Denn das bedeutet, er ist jetzt in einer Aktivität drin. Das ist sehr wichtig, Leute, denn ab dann können wir mit dem Glitch weitermachen. Gut, wenn euer Freund das getan hat und wir jetzt unser Fahrzeug rausgeholt haben, stellen uns wieder direkt vor der Arena hin. Und zwar so, dass wir nur ein paar Meter so gesehen rollen müssen, dass wir wieder zur Garage fahren. Als nächstes müssen wir jetzt hier unserem Freund beitreten. Aber nicht wirklich beitreten, sondern wir müssen in dieser letzten Meldung drinnen bleiben. Und zwar in der Meldung Gruppe beitreten. Das bedeutet, ich gehe jetzt ins PlayStation-Menü, gehe jetzt aufs Profil von meinem Freund, gehe jetzt auf Beitreten und jetzt bin ich in dieser Meldung Gruppe Beitreten, so dass ich auch noch GTA so ein bisschen sehe. Wenn ihr in dieser Meldung drin seid, Leute, könnt eurem Freund Bescheid sagen, ey yo, schubst mich mal bitte gegen die Arena. Wenn euer Freund euch gegen die Arena geschubst hat und wieder ein paar Meter zurückgefahren ist, dann, Leute, müsst ihr jetzt X-Spammen, was das Zeug hält. Wirklich einfach nur X-Spammen, so schnell wie ihr könnt. Das Ziel ist es, Leute, dass ihr in die Arena reingeht und gleichzeitig eurem Freund beitritt. Aber es ist ja eine Einladungssitzung und ihr werdet eine Fehlermeldung bekommen, dass ihr ihnen gar nicht beitreten könnt. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr kurz im verbuggten Ladescreen sehen. Und Leute, ihr müsstet dann unsichtbar unter der Map spawnen. So einen verbuggten Screen halt. Wenn ihr das habt, Leute, müsst ihr einfach mit Dreieck einfach aussteigen. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr kurz durch die Map fallen und zack, bum, bam, ihr seid wieder an der Oberfläche, aber ohne Minimap. Und das ist perfekt, Leute, denn jetzt seid ihr verglitscht für den Gift Cast to Friends Glitch. Gut, jetzt müsst ihr mit eurem Freund einfach zu der Location fahren, wo ihr den Gift Cast to Friends durchführen werdet. Und zwar ist es genau diese Location. Diese Location ist wirklich sehr wichtig, dass ihr wirklich auf dieser Location den Gift Cast to Friends durchführt. So, Leute, seid ihr jetzt an dieser Location angekommen? Öffnet jetzt euer Interaktionsmenü, geht es auf Sonderfahrzeuge und bestellt eure mobile Kommandozentrale zu euch. Habt ihr eure mobile Kommandozentrale zu euch bestellt, bestellt jetzt das Fahrzeug aus eurem MOC. Das bedeutet, ihr geht wieder ins Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, geht auf mobile Kommandozentrale und persönliches Fahrzeug anfordern. Also in meinem Fall war es jetzt der kostenlose LG. Habt ihr das gemacht, Leute, und euer Freund hat auch das Fahrzeug besorgt, was ihr gerne haben möchtet, also in meinem Fall ist es ja diese Geldlimousine, dann steigt jetzt in euren LED ein. Euer Freund steigt jetzt mit in eurem Fahrzeug ein als Beifahrer. Sitzt jetzt euer Freund mit euch im Fahrzeug drinne, kann er erstens aus der Aktivität wieder rausgehen, falls er das nicht getan hat, und geht jetzt wieder aufs Handy, geht auf Kontakte, geht zum Beispiel auf euch und Nachricht schreiben. Und zwar so, Leute, dass euer Freund dieses Textfeld hat von der PlayStation zum Beispiel. Denn jetzt kann euer Freund sagen, ey yo, kannst jetzt machen. Denn ich fahre jetzt einfach mit dem Fahrzeug wieder zurück ins MOC rein und drücke die rechte Pfeiltaste, um reinzufahren.
Aber Leute, ihr seid gefreezed. Und zwar so lange, bis euer Freund aus dem Fahrzeug wieder rausgeschmissen werdet. Das kann ein paar Sekunden dauern. Wurde euer Freund rausgeschmissen, seid ihr wieder entfreezed. Denn jetzt fahrt ihr einfach zurück ein paar Meter und steigt aus. Und zwar müsst ihr so weit zurückfahren, dass ihr, wenn ihr wieder aussteigt, den blauen Kreis vom MOC wieder seht. Seht ihr den blauen Kreis? Sehr gut. Euer Freund steht jetzt direkt am blauen Kreis und ihr geht jetzt einfach rein. Und ganz wichtig, Leute, ihr geht auf alleine beitreten. Wenn ihr das gemacht habt, dann werdet ihr nun endlich einen Ladescreen bekommen, aus dem ihr eigentlich nicht wieder rauskommen werdet. Aber Leute, um da wieder rauszukommen, müsst ihr jetzt jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, ihr geht jetzt einfach auf eure Freundesliste und schaut mal, wer GTA spielt. So, in meinem Fall habe ich jetzt hier jemanden gefunden, der GTA spielt und wir treten den jetzt einfach mal bei. In GTA wird sich jetzt die erste Meldung laden. Und zwar die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr ihnen beitreten möchtet. Hier drückt ihr nichts, Leute. Wirklich gar nichts. Denn als nächstes müsst ihr nochmal beitreten. Das bedeutet, ihr geht wieder ins PlayStation-Menü und treten den nochmal bei. Und hier entscheidet sich, ob er einen anderen Zielmodus hat oder nicht. Weil sich die Meldung GTA nicht ändert, also dass er immer noch steht, bist du sicher, dass ihr ihnen beitreten möchtest, dann hat derjenige den gleichen Zielmodus wie ihr und unbrauchbar für diesen Glitch. Aber Leute, falls er jetzt einen anderen Zielmodus hat, so wie in meinem Fall, werdet ihr jetzt in GTA eine andere Meldung haben. Und zwar steht ja jetzt kurz gesagt, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Wenn ihr das habt, Leute, perfekt. Denn jetzt drückt ihr einfach mal Kreis und Leute, ihr seid komplett unsichtbar. Und jetzt muss es ein bisschen schnell gehen, denn jetzt müsst ihr zum Fahrzeug sprinten, was euer Freund hat. Und Leute, sobald ihr einsteigt, zack, boom, bam, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und Leute, glaubt's oder glaubt's nicht, das Fahrzeug ist jetzt abgespeichert und gehört einfach euch. Und Leute, das Beste an diesem Giftcast to Friends ist sogar, ihr könnt euch nämlich nicht nur normale Fahrzeuge holen, nein, ihr könnt euch damit Flugzeuge holen, ihr könnt euch mit euch die Nachtclub-Fahrzeuge holen, ihr könnt damit die Sonderfahrzeuge holen aus dem Lagerhaus, ihr könnt damit die Bunkerfahrzeuge holen, ihr könnt damit die Basisfahrzeuge holen, ihr könnt damit alles holen, was ihr wollt. Aber Leute, natürlich muss für jedes Sonderfahrzeug eine andere Methode angewendet werden, aber generell habe ich das Ganze schon mal hochgeladen. Deswegen Leute, schaut mal auf meinem Kanal vorbei, je nachdem, was ihr jetzt mit dem Giftcast to Friends machen wollt. Aber dieser Giftcast to Friends ist natürlich die Grundlage für allem. Aber gut Leute, das war's schon für diesen Glitch. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich immer noch übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber Leute, ich bin raus, euer Bombard. Ciao.